Also erstens ist es so gewesen, dass wir uns hier alle sehr gefreut haben, dass Rex Tillerson da war, aber nicht nur da war, sondern eine aktive Rolle hier auch in den Debatten eingenommen hat, auch hier bei uns im Plenum gestern Abend, heute Vormittag und jetzt auch heute Mittag. Und natürlich wissen alle, und das haben die Vereinigten Staaten durch ihren Außenminister auch zum Ausdruck gebracht, dass wir die internationale Zusammenarbeit brauchen, um die bestehenden Krisen in der Welt zu bewältigen. Aber insofern waren das sehr gute Gespräche, von denen wir davon ausgehen, dass wir sie natürlich überall auf allen Ebenen fortsetzen werden. Und glaube ich, Rex Tillerson ein Kollege sein wird, mit dem wir jedenfalls alles, was wir an Kraft und Gemeinsamkeit haben zur Zusammenarbeit, finde ich, gut unternehmen können.